grüße euch. Eine total interessante Situation, die ich gerne mit euch teilen möchte. Es geht um BHKWs und die Frage, ob BHKWs eigentlich gut oder schlecht sind, ja, für die eigene Umweltbilanz, für die eigene Umweltleistung. Bleibt bis zum Ende des Videos dran. Ist total interessant für jeden, der ein BHKW hat oder das Thema CO2-Controlling, CO2-Bilanzierung bei sich im Geschäft gerade aufbaut. Bis gleich. Okay, also worum geht es eigentlich? Ne? Ich komme gerade aus einem Audit, ja, ein tolles Unternehmen, wirklich eine meiner Lieblingsunternehmen. Viele Grüße hier an der Stelle an alle, die hier mitgucken. Ist wirklich immer wieder sehr interessant, vor Ort zu sein. In Bayern ist das Audit. Jedenfalls ist die Situation so, dass, dass wir eine sehr interessante Diskussion hatten und ich habe extra nachgefragt, ob ich das entsprechend hier mit teilen darf und das passt also insoweit. Deshalb also unterm Strich, worum geht's? Es geht um die Frage, ob BHKWs eigentlich gut sind. Ja. Und BHKWs, das sind Blockheizkraftwerke. Jeder, der sich mit Umweltmanagement, Energietechnik auskennt, dem ist das ein Begriff. Jedenfalls gibt es eine Kraft-Wärme-Kopplung. Ja. Das heißt, du hast einen Motor für der im Prinzip Elektrizität erzeugt und bei der Elektrizitätserzeugung wird auch Wärme mit erzeugt und diese Wärme wird nicht quasi hier freigelassen, sondern weiter genutzt. Ja, also du erzeugst im Prinzip mit einem BHKW sowohl Strom als auch Wärme. Ja, also so viel kleiner Exkurs da in diese Technologie rein und vom Grundgedanken her eigentlich eine total gute Geschichte. Ja, warum? Weil man natürlich einen viel höheren Wirkungsgrad hat, wenn man nicht nur, sage ich mal, Strom erzeugt, ja, sondern also durch einen Motor, der im Prinzip einen Generator antreibt, Strom erzeugt, sondern auch natürlich die Abwärme nutzt. Ja. Und das Ganze ist halt die Kraft-Wärme-Kopplung, so nennt sich das. Und ist in der Summe eigentlich eine saubere Angelegenheit, ja, weil du einfach viel mehr Energie quasi noch nutzen kannst, rausziehen kannst und so weiter und so fort aus der ursprünglichen Form, zum Beispiel Erdgas, ja, wenn du hier so einen Motor hast, ja, der Erdgas verbrennt, dann hast du halt die Situation, dass neben dem Strom, der da erzeugt wird, auch quasi die Wärme ins Feld rollt. Ja. So, also in der Summe der Situation, eigentlich hört sich das sehr gut an und vor einigen Jahren ist das eigentlich auch eine super Technologie, ist immer noch eine super Technologie eigentlich, wenn es darum geht, selber dezentral quasi Strom zu erzeugen, aber auch Wärme. Ja. Ist natürlich eine Herausforderung, die damit einhergeht. Was machst du zum Beispiel im Sommer mit der Wärme? Also jeder normale Haushalt zum Beispiel wird in Deutschland im Sommer nicht heizen. Ja. Also was macht man mit der Wärme? Deshalb gibt es da so gewisse Konzepte, die man da anziehen kann. Ja, die Wärme speichert, zwischenspeichert und so weiter und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Dinge, die man dann nutzen kann. Aber, und jetzt kommt das Aber, ja, wie sieht es denn eigentlich mit dem Thema aus, was uns alle eigentlich momentan so stark beschäftigt? Und zwar das Thema CO2-Footprint. Wir haben CO2 als Thema, wir wollen alle CO2 einsparen, ja, die Bundesregierung weltweit, Unternehmen, alle wollen sie CO2 einsparen. Aber wie verhält sich das jetzt in Bezug auf diese Technologie, Kraft-Wärme-Kopplung, ganz speziell BHKWs. Ja. Du hast also, ja, du kennst natürlich auch, wenn du dich mit dem Thema CO2-Bilanzierung auseinandersetzt, kennst du natürlich das Greenhouse-Gas-Protokoll, ja, und also auch die unterschiedlichen Scopes, Scope 1, Scope 2, Scope 3 im Rahmen des Greenhouse-Gas-Protokolls. Und genau, ist nichts anderes als Bilanzierungsgrenzen zu ziehen. Wenn wir über CO2-Bilanz reden, müssen wir auch über Bilanzierungsgrenzen reden. Und ja, und was ist also die Sache? Ja, die Sache ist, du hast zum Beispiel einen gewissen Strombedarf. Du brauchst in deinem Unternehmen zum Beispiel Strom. Und jetzt hast du die Möglichkeit natürlich, deinen Strom
Lieferanten auszusuchen. Ja? Das heißt, wenn du jetzt total links bist, total auf null CO2-Klimaneutralität ausgerichtet bist, dann wirst du natürlich danach schauen, dass die Qualität, der CO2-Inhalt deines Stroms quasi null ist. Ja? Das heißt, Windkraft zum Beispiel, ja? Wasserkraft, ja, auch Atomenergie zählt leider Gottes dazu, sind aber andere Umweltaspekte, die dann natürlich total ja, die Gesamtbetrachtung verhauen. Aber je nachdem, ne, also unterm Strich geht es hier um CO2 und diese Dinge sind zum Beispiel CO2-frei. Du hast die Möglichkeit, entsprechend ja, hier deine Stromqualität auszusuchen. Ja, so. Wenn du aber den Strom selber erzeugst in deinem BRKW selbst, ja, dann kann es unter Umständen sein, dass du eine schlechtere CO2-Bilanz hast. Wie geht das? Logisch, ne? Also du hast zum Beispiel Erdgas, ganz klassische Kombination. Ja? Du hast, dein BRKW braucht Gas, Erdgas, damit er Strom erzeugen kann. So, jetzt hast du halt bei jedem Verbrennungsprozess, der da stattfindet, natürlich auch einen gewissen CO2-Anteil. Ja? Den wirst du gar nicht los. Den wirst du gar nicht los. Du hast also bei so einer Investition, die du tätigst, ja, du holst den BRKW ins Haus, weil du sagst, ich möchte die Effizienz quasi weiter erhöhen. Ja? Du hast vielleicht einfach auch einen gewissen Wärmebedarf. Ja? Oder hast Deals zum Beispiel mit Kommunen geschlossen, dass du, was weiß ich, den, mit der Wärme, die bei dir im BRKW entsteht, quasi, was weiß ich, ein Schwimmbad oder sowas heizt. Ja? Auch solche Konstellationen gibt es bei mir im Kundenunternehmenportfolio. Hast aber trotzdem unterm Strich natürlich diese Verbrennung und den CO2, den du dir anrechnen musst. Ja? Den wirst du nicht los. Und alleine, also bezogen auf diese Betrachtung, ist es so, dass du sagst, okay, ich habe auf der einen Seite also einen Stromlieferanten, ich kann meinen eigenen Strom selber bestimmen, wo der herkommt, ja, ob der grün ist, ja, oder halt nicht. Und wenn du halt ein BRKW hast in deinem Haus, weil du gesagt hast, ich möchte den Wirkungsgrad erhöhen bei mir im Unternehmen, was die Energieausnutzung angeht, den Energienutzungsgrad angeht, deshalb dich irgendwann entschieden hast, gesagt hast, ich brauche dieses BRKW, dann wirst du halt diesen CO2-Anteil nicht los, ja, wenn dein Verbrennungsmotor dahinter ist. Es gibt natürlich unterschiedliche Konstellationen, die man da fahren kann. Wie gesagt, also die BRKW-Technologie ist super interessant. So, und da stehen wir nun. Ja? Also vor gefühlt 20 Jahren ungefähr hieß es, ja, BRKW, super, bitte macht alle BRKW. Und jetzt, wenn wir alle über CO2 reden, dann reden wir halt über die Kraft-Wärme-Kopplung, also BRKW, immer noch. Aber wir reden auch über die Art der BRKWs. Also wenn du einen Verbrennungsmotor hast, ja, der Erdgas hier verballert oder Diesel oder sonst was, ja, dann müssen wir einfach darüber reden, welche alternativen Möglichkeiten gibt es da eigentlich. Ne? Und unterm Strich in der CO2-Bilanzierung steht also ein BRKW. Und das ist die Aussage hier. Gegebenenfalls schlechter da, als wenn du den Strom von außerhalb herholst. Ja. Genau, total interessante Diskussion, ne, wo wir uns gemeinsam quasi auf die Suche gemacht haben und geguckt haben und in die Zahlen und die Systeme rein und gerechnet und die Ströme da und so weiter und so fort. Und festgestellt haben, ja, eigentlich, also wenn wir zum Beispiel sagen, wir erzeugen den Strom selbst in einem BRKW, dann reden wir über Scope 1 gemäß Greenhouse Gas Protokoll. Und dieser Scope 2, wenn man es selber einkauft, ist natürlich dann ein anderer. Also auch da gibt es eine gewisse unterschiedliche Bilanzierung, eine unterschiedliche Zahl. Ja? Also das bedeutet, da verschiebt sich in deiner CO2-Bilanz etwas, dadurch, dass du ein BRKW hast. Ja? Oder wenn du halt den Strom beziehst. Und wenn du halt den Strom beziehst, kannst du gegebenenfalls einfacher zu deinem CO2-Ziel kommen. Ja? Hast aber vielleicht andere Wirkungsgrade und so weiter dahinter hängen. Aber unterm Strich bist du halt besser bedient. Ja? In so einer Konstellation
muss man sich natürlich auch, also im Einzelfall, im Detail anschauen, wenn da die Situation akut wird.